Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Endlich. Ich muss jetzt mal sagen, es tut mir unfassbar leid, dass jetzt so lange kein Video kam. Aber ich kann nicht auch sagen, warum. Ja, es ist einfach immer so viel dazwischen gekommen, dass ich keine Zeit hatte zum Schneiden. Tatsächlich. Ich war meine Woche krank. Dann hatte ich Berufsschule, wo ich sehr früh aufstehen muss und abends nichts mehr auf die Reihe kriege. Ich hatte Lehrgang, wo genau das gleiche ist, nur nochmal extremer. Und ja, ich höre jetzt einfach mal auf, mich zu entschuldigen. Steffi, ja, ich weiß, du bist ein faules Stück. Gut. Aber hier ist es, das Partisan-Video, das Festival-Video für dieses Jahr. Ich weiß, ihr musstet ewig drauf warten. Ich war eigentlich schon Anfang August beim Partisan. Und jetzt haben wir es Mitte, Ende September. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Partisan-Vlog und genau, habt Spaß beim Anschauen. Wir sind ready, es geht gleich los, Autos sind geparkt und dann kann es auch gleich losgehen. Eigentlich ziehe ich meine Kutte immer an, wenn wir zum Festival fahren, aber es ist gerade einfach zu warm. Heute sollen es 36 Grad werden. Nein, ich habe mich jetzt auch nicht geschminkt. Nein. By the way, Papa hat heute Geburtstag. Metal Frosch Jine ist auch wieder dabei. Wir haben jetzt schon ein bisschen was getrunken. Wir gehen jetzt unsere Karten holen. Unsere Bändchen. Und wir haben ja letztes Jahr auf dem Rockharz, wenn ihr den Vlog gesehen habt, zwei Abonnenten von mir getroffen, den Alex und den Christian, den wir Jens genannt haben, weil wir halt seinen Namen nicht wussten. Ja, ja, wir nennen ihn jetzt einfach Jens. Ja, also Jens. Okay. Aber jetzt wissen wir, dass er Christian heißt. Und die warten hoffentlich vorne noch auf uns, wenn sie nicht die Hoffnung schon aufgegeben haben und schon wieder zum Zelt gegangen sind. Aber dann sehen wir die heute auch nochmal. Unser Geburtstagskind. Wir waren jetzt mal in diesem Partyzelt. Also heute ist ja noch kein offizieller Tag, heute ist ja erst Anreise. Aber da ist ja so ein Partyzelt. Und da waren wir gerade mal kurz drin. Jetzt gehen wir wieder zum Zelt. Und Alex und Christian, also meine beiden Abonnenten, haben wir schon getroffen. Ich habe eigentlich gedrängelt, dass wir endlich losmachen, unsere Bändchen holen. Ja. Die haben dann eine halbe Stunde vorne auf uns gewartet, deswegen müssen wir den nachher mal ein Bier ausgeben. Wir haben jetzt auch unsere Bändchen, meins ist leider falsch rum. Aber naja, im April muss es dann sowieso ab, weil ich dann Zwischenprüfung habe und naja, da ist es nicht erlaubt. Ihr habt eine Ameise im Gesicht. Du weißt, dass ich das kann. Und guck, die Ameise. Die Tür ist nur geschlagen. Die war gerade in meinem Gesicht, in meinem Auge. Wir haben jetzt extra sehr lange geschlafen. Es ist gleich um 8. Alter, wir wollten bis um 10. So, und jetzt muss ich mich erstmal übelst überwinden, aufzustehen. Und mittlerweile muss ich auch pinkeln. Aber heute gehen die Konzerte endlich los. Heute kann man endlich aufs Gelände. Und ja. Und hier sind überall Ameisen, ich raste aus. Ich habe mich jetzt geschmunken. Wir waren auch schon auf den. Also, ich war auf dem Dixie, die anderen waren am Zaun pinkeln. Blöd, wenn meine Frau ist, aber naja. Der Duft am Morgen, der Dixie-Klos und Holzholz. Wir machen jetzt erstmal Frühstück. Und 14 Uhr gehen wir dann vor, weil 14:30 fängt die erste Band an. Und wir wollen. Frühstück. Und wir wollen diesmal Esmeralda sehen, also die Kanone, die irgendwie das Festival eröffnet. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass ich Ameisen in den Ohren habe. Während wir mal noch Frühstück machen, können wir mal in die Running Order gucken und dann sage ich euch, welche Bands ich auf jeden Fall sehen will. Wird diesmal nicht so viel sein, weil ich fast niemanden kenne, aber genau, wir schauen mal. Im Partisan gibt es ja einmal die Main Stage und die Ten Stage. Tatsächlich kenne ich heute keine Band. Also lasse ich mich einfach überraschen. Tatsächlich kenne ich von heute auch nichts auf der Ten Stage.
So, Freitag, da kenne ich, ja, das solltet ihr natürlich, das Pflichtprogramm, deswegen sind wir ja überhaupt hier. Lieblingsband? Venom. Ja, Venom. Dying Fetus, habe ich den Namen schon mal gehört. Samstag, Wolfheart ist irgendwie, glaube ich, die Lieblingsband von Alex, also von dem, der gestern hier war, mein Abonnent. Pestilence, kenne ich den Namen. Tankard kenne ich ein bisschen mehr. Die will ich auf jeden Fall sehen. Und ja, was kommt auf der Tenstage noch? Ja, 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 ja. Ja, da kenne ich auch wieder nichts. Ja, ich bin gespannt. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich kenne ja kaum Bands dieses Jahr, deswegen lasse ich mich überraschen. Bei der Tür werde ich richtig reinhauen. Mein Freund, wie er gerade das Excalibur baut. Ja, es ist schon sehr gut geworden, außer die Griffe, da hat er ein bisschen dumm sich angestellt beim Kleben, aber er wollte ja nicht auf meinen Rad hören. Ja, guck doch mal, wie zerknittert das ist. Hätte er einfach mal auf mein Rad gehört, dann wird es besser aussehen. Es liegt gut. Es liegt gut in der Hand. Und um 13.30 Uhr öffnet dann auch endlich das Festivalgelände. Ich denke mal, dann gehen wir so mal los, mal vor, dass wir Esmeralda nicht verpassen. Und dann schauen wir mal, was da für schöne Lädchen gibt. Und dann geht ja auch schon die ersten Konzerte los. Okay, ich habe keine Ahnung, ob man mich sieht, weil es einfach viel zu hell ist. Aber wir laufen jetzt mal vor zum Festivalgelände. Ja, Esmeralda ging leider schon los. Wir dachten, es ist kurz vorm ersten Konzert, aber naja, egal. Bubi! Papa! Republic ist auch wieder da. Da gibt es so veganen Döner, also Döner und Cheeseburger, richtig geil. Da habe ich mich drauf gefreut, dass die auch wieder da sind. Ja. Ich habe mir einen Chicken Burger geholt, also vegan natürlich. Alex hat sich einen veganen Cheeseburger geholt, Papa hat sich Pommes geholt. Jedenfalls spielt jetzt gerade die erste Band. Damit ich hier nicht nochmal mit einem Sonnenstich rumrenne. Und jetzt laufen wir hier gerade die Straße lang. Und ich finde das so geil, das ist einfach so weit und lang und cool. Oh, jetzt geht's langsam los mit Stürmen. Ich habe schon unsere tollen Regenponchos rausgebracht, die uns Mama für den Notfall gekauft hat. Ich habe ein paar Erdnussflips rausgesucht. Und ja, mit den Erdnussflips haben Papa und ich auch gerade ein wunderschönes Foto gemacht. Das kann ich euch hier mal einblenden. Man merkt, dass ich die Tochter meines Vaters bin. Ja, und eigentlich wollten wir in einer halben Stunde wieder vor. Also da hinten startet es auch schon ganz gut. Dieser Pavillon, der hat auch keinen Bock mehr. Boah, was ist denn mit meinem Make-up los? Jetzt geht's los. Jo, okay, jetzt geht's los. Wir sollten jetzt lieber festhalten, denke ich. Wir tun unser Bestes! Oh mein Gott, hier fliegt alles weg, Hilfe! Ah! Und dann sind wir in unserem Pavillon über. Alter, was war das bitte? Ich hab krassen Mund. Das kommt, glaube ich, noch. Oh Scheiße, dein Hut ist weg! Scheiße, Alter, was ist hier passiert? Ey, das ist mit einem Schlag einfach alles explodiert. Und es hört einfach nicht auf. Fuck, ey. Da hinten flogen ordentlich Zelte übers Feld. Und unser Zelt macht gerade auch einen Abgang. Ey, aber gut, wir haben noch unser kleines Zelt, oder? Da können wir doch alle vier drin pennen. Da passen zwar nur ein oder zwei Mann rein, aber egal. Oh, fuck. Alter, Sturm, das ist immer Zeit für ein Video. Okay. Jetzt regnet es auch noch. Also hier ist jetzt alles platt.
Erster Tag, gut, das Land noch nicht meinen. Ich hatte eigentlich vorhin auch ein Handtuch im Hals, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ach ja, dass das so anfangen wird, das Festival, hätte ich nicht gedacht. Aber alles Wichtige ist noch da, das ist ja erstmal. Niemand ist verletzt, kein Auto ist kaputt. Bei uns zumindest nicht. Ich glaube, wir haben zum Glück noch zwei Mannzelte mit. Ach naja, es ist zwar alles futsch, ne? Pavillon ist mittlerweile abgebaut, aber erstmal ein warmes Bier. Ein warmes Bier ist immer gut. Okay, ciao. Oh nee, der Tag kann nicht mehr schlimmer werden. Warmes, aufgeschäumtes Bier auf meinem Körper. Also wir haben deniert. Jetzt muss ich euch einfach mal diesen Himmel zeigen. Der sieht einfach mega geil gerade aus. Sieht man das? An der Kamera sieht man es nicht so, aber der ist übelst schön pink gerade. Ach ja. Das Zelt bauen wir morgen einfach ab, schlafen heute im Auto. Wir laufen jetzt wieder vor, nachdem wir den Pavillon entsorgt haben. Und wir haben das Auto, also die Autos jetzt fertig gemacht, dass wir darin schlafen können. Sieht sogar sehr gemütlich aus. Unsere Leute wollten gerade mein Arsch sehen, so Junge da. Deswegen rasten der Alex und mein Papa gerade übelst aus. Jetzt im Auto und ich bin echt müde und Alex kommt dann auch gleich und morgen bauen wir die anderen zwei Zelte auf. Ich hoffe, das klappt dann und das Wetter ist nicht wieder scheiße und dann werde ich mal sagen, gute Nacht. Moin, moin. So, das war eine gute Entscheidung, im Auto zu schlafen, denn es hat die Nacht schon wieder total gestürmt, was wir uns gedacht hatten. Deswegen haben wir die Zelte ja noch nicht aufgebaut. Wir wissen ja, ab jetzt so gut das Wetter werden und eher so mild. Also auch nicht mehr so heiß. Deswegen ist unser Pavillon, jetzt ist der weg, ist auch nicht so schlimm. Ja genau, also wir haben gestern noch so eine ägyptische Band gesehen auf der Tentstage, also im Zelt, wo wir uns gedacht haben, Alter, also ich blende euch mal den Namen hier unten ein, weil ich habe mir gerade den Namen nicht merken können. Aber das war so ägyptisches Death Metal. Und es war so unglaublich geil. Die waren so gut. Und da dachten wir uns also, Alter, warum sind die auf der Tentstage? Die gehören auf die Mainstage. Gegen was als allererstes auf der Mainstage gespielt hat, da dachten wir uns. Dann haben Impero gespielt. Da hab, ja, die hab. Was macht denn die Ameise hier im Auto? Sieht man die? Keine Ahnung. Ja, dann waren wir an diesem Merchandise-Stand vom Partisan. Weil dann gab es halt das offizielle Merchandise vom Partisan. So Festival-T-Shirts und alles. Aber da wollte ich am Tag nicht hingehen, weil da so viele Leute waren. Da hätte man Stunden angestanden und dann war es nicht mehr so voll. Deswegen sind wir dabei hingegangen, während Impero gespielt hatte. Und waren jetzt mir nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott, da muss ich jetzt übelst mit feiern. Da habe ich ein sehr schönes T-Shirt gekauft. Schaut euch das mal an, das Motiv ist so schön.
15 Euro. Vor allem, weil das Ding ist halt, Partisan, die haben halt immer richtig geile Motive. Also die sehen immer richtig geil aus. Das ist halt so typisch, typische Death-Metal-Zeichenart. Und deswegen gefällt mir das so am besten. Ich kann irgendwie nicht wirklich erkennen, was es ist. Aber ich glaube, irgend so eine riesige Statue, die irgendwelche Zombies frisst oder so. Ich glaube schon. Ich musste ja immer die Beine so anziehen und die lagen dann irgendwie komisch auf dem Fahrersitz. Und er hat blaue Flecke. So fühlt sich zumindest an. Wir haben jetzt gefrühstückt und wir bauen gerade unsere Bäckerzelte auf. Da pennt Alex nicht drin. Und das ist irgendwo das Wurfzelt, da pennt Thomas Papa drin. Ach, was ist denn hier schon wieder los? Ich habe jetzt erstmal mit meiner Powerbank mein Handy wieder aufgeladen. Jetzt schaffen wir erstmal unseren Müll weg. Mal schauen, was wir dafür bekommen. Alex schreckt das Zelt. Nee, ist doch starten gerade. Das sagt halt so ist, als wäre das von einem großen Bus, die mit Motorhaube, aus einer Kurve auf dem anderen Auto. Ich dachte, ein Motor ausgebaut. Ich dachte, was soll das? Ja, los. Scheiße, ey. Und gesprochen, die hier so wollen, Endsieger, Lifeless, Revenge, Flash. Es ist einfach so, wenn ich hier runter gucke, hier stehen die Leute, die man ja überall in den Clubs in Deutschland trifft, und das ist einfach nur krass. Fabian! Das war nicht normal, ich stand da hinten, ich habe hierher geguckt auf die Bühne, ich hatte Angst. Und die Crew hatte auch Angst, aber ich ist total cool geblieben, eine Stunde hat es gedauert, da ging es weiter.
Also Leute, wenn das mal nicht ein fetter Applaus wert ist! Von denen. Und die sind einfach jedes Mal immer wieder geil. Die werden immer besser, weil mit jedem Mal. Hast du das gefilmt, was sie gebrannt hat? Ja! Ich hab, weißt du, beim ersten Lied, die wollten mit Flammenwerfern machen und auf einmal steht da so eine Box in Brand und ich dachte mir so, was? Ich höre auch nichts mehr. Aber ich will die mir am liebsten jeden Tag ansehen, wirklich. So geil. Das war so geil. Ich hoffe, ich hab nicht mehr, aber geil. Handbrot, Spinatkäse natürlich. Wir trainieren. Fucking hell yeah, body shot! Ich bin froh, dass Papa sich diese lange Hose gekauft hat. Hier auf dem Partisan. Weil ich habe einfach keine mitgenommen. Aber es ist verdammt kühl. Also, wir haben gestern Abend uns noch Venom angeguckt. Ich war nicht mehr so ganz dabei, weil ich echt müde war. Ja, ganz einfach auch, weil ich mich bei Dessert 4 komplett verausgast habe und da meine ganze Energie rausgeschossen habe. Liebe. Und heute kommt noch jemand, den ich endlich mal kennenlerne. Und zwar Christina, weil wir immer auf Instagram geschrieben hatten. Ich habe halt mit ihr so geschrieben und irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass sie die beste Freundin vom Drummer von Dissert 4 ist. Cooler Zufall. Und sie kommt heute. Und wir haben bisher immer nur geschrieben. Wir haben schon so oft versucht, uns mal zu treffen bei Festivals oder Konzerten. Aber es hat irgendwie nie geklappt, weil immer irgendwas dazwischen gekommen ist. Und jetzt so, glaube ich, nach 2 Jahren. Sehen wir uns endlich mal und lernen uns endlich mal persönlich kennen. Wir werden jetzt gleich erstmal frühstücken gehen, weil unser Toastbrot und alles ist alle. Wir haben auch keinen Belag mehr, keine Marmelade mehr und jetzt gehen wir uns endlich mal Frühstück kaufen in dem Frühstückszelt oder so irgendwo. Mal schauen. Wir haben jetzt Doppelbrötchen mit Käse bekommen und ja, wir wollten eigentlich Rührei ohne Speck nehmen, aber Rührei ohne Speck war alle und geil. Alex hat sich gerade statt Zucker im Wasser Salz in seinen Kaffee gemacht. Das hat noch niemand probiert, oder? Das hat noch niemand probiert, das heißt Kaffee. Wir haben gerade den Sinn dieser Kühlbox entdeckt. Wir sonnen uns gerade. Auch wenn die Sonne gerade nicht leer, doch da ist er. Und die Kühlbox ist echt praktisch gerade. Können wir uns schön hier, schön alle sonnen. Es ist ja jetzt mittlerweile schon der letzte Tag auf dem Partisan. Morgen reisen wir ab. Aber daran will ich jetzt noch gar nicht denken. Es ist noch Festival. Wir waren heute schon vorne. Ich habe Christina endlich mal getroffen. Ja, nach 2 Jahren haben wir es endlich mal geschafft, uns persönlich zu treffen. Und vorne haben wir uns ein paar Bands angeguckt, haben ein Bier bzw. ein Cuba Libre getrunken, Mittag gegessen.
Jetzt sind wir erstmal wieder hinten, weil es schon echt warm war und alles. Und ich wollte ein Bier trinken. Eins von meinem. Ein schönes, kaltes Grapefruit-Bier. Und jetzt ist der Plan, dass wir ca. 6:30 wieder vorgehen. Dann spielt er Pestilence. Und heute spielt auch noch Tankard und Waterin. Also meine Lieblingsband war ja jetzt schon da. Ja, dann schnuffel ich jetzt noch ein bisschen, weil draußen ist es gerade echt kalt irgendwie, weil Wind weht und die Sonne ab und zu mal hinter Wolken verschwindet und das ist mir einfach zu kalt. Freuen Sie jetzt ein Einhorn. Prost. Ich höre nicht, das ist kein Motor, das ist ein Segelflugzeug. Das ist ein Motor. Vielleicht sind sie Piraten. Da müssen sie ja segeln. Der letzte Morgen Licht an. Ist angebrochen. Also wir sind gerade aus dem Zelt gekrebelt und haben irgendwie versucht, klarzukommen. Ja, geht schon los. Martin haben wir gestern leider verpasst, weil einige von uns müde waren. Ja, also Thomas und ich hätten es gerne gesehen, aber Papa und Alex waren müde. Ich wäre vielleicht auch noch vorne geblieben. Naja. Das nächste Mal bin ich schlauer und bleib mit Thomas einfach vorne an der Bühne. Abbauen müssen wir jetzt zum Glück nicht, das hat ja der Wind schon für uns erledigt, aber ich glaube, Alex Zelt bauen wir noch ab und dann war es das auch.
Ich will gerade losfahren. Aber irgendwie ist Thomas' Batterie runter. Obwohl wir das Auto eigentlich nicht groß. Wir haben es ja gar nicht angemacht, wir haben auch keine Musik von gespielt. Vielleicht, weil der Kofferraum ab und zu mal offen stand. Oh. Jedenfalls. Ein paar Kalender haben wir uns auch geholt fürs Müll wegschaffen. Hänge ich dann in meinem Zimmer auf. Zum Glück hatten die Nachbarn ein Starthilfekabel. Jetzt kann's liebes gehen. So, das war's mit dem Partisan-Vlog, mit dem Festival-Vlog für dieses Jahr. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ganz wichtig, auch Glocke aktivieren. Sonst kriegt man ja heutzutage kein Video mehr angezeigt. Kommentiert doch gerne mal, ob ihr auch schon mal beim Partisan wart oder bei welchen Festivals ihr immer so seid. Und ja, würde mich mal sehr interessieren, wart ihr vielleicht sogar bei diesem Partisan dabei und wolltet euch einfach mal nur ein Video danach davon angucken, um euch eventuell irgendwo zu entdecken. Um die Frage gleich mal zu beantworten, nächstes Jahr gehen wir hundertprozentig auch wieder zum Partisan. Ganz einfach, weil da 25-jähriges Jubiläum ist und da wahrscheinlich ein paar ziemlich krasse Bands da sein werden. Und das werden wir uns definitiv nicht entgehen lassen. Genau, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr nächstes Jahr auch wieder dabei seid. Und dann würde ich sagen, das war es erstmal mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.